Bei mir jetzt Mathis Oberbach, Kommentator für die kommende ELF-Saison. Mathis, deine wievielte Saison ist es eigentlich jetzt bei RAN? Bei RAN insgesamt? 2016 habe ich angefangen, also 10 nach. Aber die dritte ELF-Saison, die ich dabei sein darf. Was hast du für die dritte ELF-Saison für Erwartungen? Ich habe jetzt schon gewonnen. Du hast mich gerade als Kommentator anmoderiert. Wir haben Volker Schenk immer noch dabei, wir haben Andreas Nommensen, Nommi immer noch dabei, Kasim Edebali ist mit dabei, wir haben 17 Mannschaften aus 9 Ländern. Also viel geiler kann es gar nicht mehr werden. Du hast Kasim angesprochen, neuer Experte. Wie geil bist du darauf, mit ihm zu arbeiten? Alle drei, aber eben auch Kasim als Neuling, macht es für mich tierisch einfach, so ein Spiel zu kommentieren. Du spielst ihnen die Bälle zu, wie so ein Quarterback, und die laufen die 90 Yards in die Endzone. Geil. Wie wird die Liga sich entwickeln? Wir haben jetzt gehört, 25.000 Zuschauer in Hamburg, Duisburg, wo Rheinfire spielt, ist schon pickepacke voll. Wo geht das alles noch hin? The sky is the limit, wenn man der Liga glaubt. Und die ersten drei Jahre lassen uns dem Glauben schenken, was die erzählen. Also jetzt sind 17 Teams, leider natürlich eine ungerade Zahl, aber es werden ja auch wieder mehr. Mittlerweile ist es ganz Europa. Das ist ziemlich stark. Und wir sind ja heute hier bei diesem Kickoff-Event, was die Liga aufgebaut hat. Das hat Hand und Fuß. Prima, das war's schon. Danke dir.